Ja, hier nochmal ein Video zum Thema, was ist denn da Yoga dran am Laughter-Yoga oder Lach-Yoga? Die lachen doch nur. Mag sein, mag sein. Ja. Wir hier in Deutschland verstehen ja hauptsächlich Yoga immer noch in den verschiedenen Hatha-Yoga-Ausführungen. Das heißt eben entsprechende Asanas, Körperübung, Körperhaltungen, Pranayama, Atemtechnik dabei und Dharana, eine Konzentration darauf und natürlich Dhyana, Meditation, die da auch immer mit einfließt. Und was machen die Lach-Yogis? Die Laughter-Yogis? Naja, schauen wir uns einfach mal nochmal vielleicht die vier Hauptwege des Yogas an. Und natürlich, diese vier Wege, die überschneiden sich auch alle irgendwo. Und auch so haben wir, ja, je nachdem, wer das macht, entsprechend Überschneidungen. Der eine ist mehr vielleicht gerade dem Karma-Yoga, dem Handeln, so ein bisschen mehr zugewandt. Das heißt, okay, ich überlege, achte darauf, was macht mein Handeln mit mir? Mit mir und mit anderen natürlich. Also ein Lach-Yogi wird niemals mehr über andere lachen, weil er weiß, dass er letztlich über sich lacht. Ja, das Karma kann man auch, Karma-Yoga kann man auch sagen, ist ein selbstloses Dienen. Ja, mit unserem Lachen, mit unserem Lächeln, indem wir Gutes für uns tun, helfen wir auch anderen, weil natürlich, wenn ich mit schlechter Miene rumlaufe, hält das den anderen nicht gerade auf. Und so, wenn ich mit fröhlicher Laune entsprechend dran bin, also nicht nur während der Lach-Yoga-Stunde, das ist das ganze Geheimnis auch dabei. Ja, dass es ja nicht nur um diese Übungsstunde geht, sondern dass ich das all dies, was ich da gelernt habe, auch ins normale Leben transportiere. Das mag vielleicht anfangs nicht so funktionieren, aber nach und nach, indem ich halt eben immer wieder bewusst mir bewusst mache, was tue ich da? Ja? Mich bewusst kontrolliere, wo sind meine Mundwinkel? Wenn das zum Beispiel ein Punkt ist, ne, den du vielleicht einfach mal eine ganze Woche übst. Ja? Und ja, der zweite Weg, Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga, naja, das haben wir auch hier so kennengelernt in einem Auswuchs, sag ich mal, den wir vielleicht nicht so toll finden, ne? Wer kennt sie nicht? Die Hare Krishna-Jünger, die also Hare, Hare Krishna immer wieder chanten, immer wieder rezitieren, ja, um sich zu verbinden, um das Göttliche irgendwie zu ehren. Ja, Verbindung. Verbindung ist auch etwas, was wir in unseren Laughter-Yoga, Lach-Yoga-Sachen auch versuchen. Indem wir uns mit uns selber verbinden, aber dann auch mit anderen während der Übungsstunde. Ganz bewusst
in Interaktion gehen, ans Anstecken lassen, den anderen anstecken mit einem Lächeln, mit der Freude, die von innen herauskommt und dadurch uns als gleich, als eins empfinden. Ja, und Bhakti ist auch diese Idee, dass ich dankbar bin, überhaupt dieses Leben zu leben. Und auch das kann ja zu mehr Freude führen. Also auch da Übungen einzubauen, okay, ja, einen Moment innezuhalten. Ja. Auch wieder eben zu registrieren, ah, okay, ich kann atmen. Wow, ich kann ohne Probleme atmen. Wow. Und merke, dass ich daraus auch Freude sofort empfinde. Und wenn ich das mit anderen üben kann, umso besser. Ja, Iana habe ich ja jetzt schon eigentlich auch schon immer mit erwähnt. Erkenntnisse gewinnen. Was tue ich da? Und vielleicht auch, woher kommt das? Und warum mag ich die eine Übung mehr als die andere? Klar, jeder ist frei, aus einer Lach-Yoga-Stunde, Laughter-Yoga-Stunde das zu nehmen, was für ihn gerade wichtig ist. Wenn es für denjenigen einfach nur wichtig ist, erst einmal wieder in die Freude zu kommen, okay. Nur, es wäre schön, wenn das ja eben nicht nur diese eine Stunde ist, sondern dass ich das dann ausbreiten kann auf mein ganzes Leben. Und dass ich dann damit auch vielleicht zu Erkenntnissen komme, warum vielleicht bisher Dinge nicht so gelaufen sind, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ja, und klar, der vierte Weg, Raja Yoga, der sogenannte Königsweg, der eben von sich sagt, wir haben alles schon beinhaltet. Ja? Und da sind ja eben diese Dinge, dass ich schaue, okay, wie bin ich gegenüber dem anderen? Wie bin ich gegenüber mir selber? Ich habe da ganz viele Körperhaltungen, Asanas, vielleicht auch Mudras, Fingerhaltungen, die entsprechende Dinge bewirken können in mir. Und je nachdem, aus welcher Ecke jemand kommt, wird er in der Lach-Yoga-Stunde, in der Laughter-Yoga-Stunde vielleicht die ein oder andere Übung so ein bisschen kombinieren. So haben wir dieses Gewichtheben. Ja? Und wir stellen uns vor, wir haben diese Langhantel, ne? Und heben die auf vom Boden. Ah! Und setzen die um. Ah! Und dann strecken wir was. Und haben die Position des Siegers, indem wir die Beine eben entsprechend so nach hinten und vorne stellen und die Arme nach oben strecken. Ja, wir sind Sieger. Ja, aber Sieger heißt auch Verantwortung übernehmen für alle die, die nicht gewonnen haben. Ihnen ein aufmunterndes Lächeln schenken. Schauen, wie kann ich denjenigen auch zum Sieger machen? Es darf ganz viele Sieger geben und Siegerinnen. Es muss nicht immer nur der eine siegen, die andere. Es dürfen alle siegen. Ja, das war mal wieder so ein ganz kurzer Einblick. Naja, kurz. Komm, lass uns doch einfach einen tiefen Atemzug nehmen, eben auch das bewusste Atmen, natürlich, wow, klar,
Auch ein ganz, ganz wichtiges Element. Ja. Okay, lass uns tief einatmen. Die Luft anhalten einen Moment und dann freudig herausatmen, lachen. Ja, schön. All das darfst du mitnehmen und ja, schauen, was du daraus machst. Also wenn du vielleicht ein bisschen mehr Hintergründe haben möchtest, dann komm einfach zu einer meiner Laughter-Yoga-Stunden und lass dich inspirieren, was es da alles noch gibt. Bis dahin alles Gute. Tschüss.